Stellen Sie sich vor, Sie betreten Ihr Badezimmer. Es begrüßt Sie mit der perfekten Raumtemperatur, Ihren Vorlieben angepasstem Licht und einer Regendusche, die genau zu Ihrer Stimmung passt. Genau so ein Bad entsteht hier. Draußen wird eine Felsenfassade sein, die erkennt, dass sich jemand nähert. Und der empfängt einen dann. Also wenn man vor der Tür steht, wird man dann schon empfangen. Also dass meine Morgenroutine erkannt wird und dann halt eben auch weitergeführt wird. Oder dass halt eben aus der Routine ausbrechen, Dinge angeboten werden, die vielleicht auch interessant wären. Mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, soll dieses vernetzte Bad zu einem sogenannten Smart Spa werden. So wird beispielsweise der Spiegel zum Bildschirm mit halbdurchsichtigem Spiegelglas. Das größte Vorbild ist die Natur. In der Natur gibt es Regelkreise, es gibt Sensoren, die etwas messen, bewerten und dann entsteht eine Aktion daraus. Und dieser Raum, der hier entsteht, ist auch so ein Organismus. Er hat Sensoren, zum Beispiel einen Wassersensor. Wenn das Wasser steigt im Wasserbecken über einen bestimmten Punkt, löst er einen Befehl aus, nämlich das Wasser abzustellen. Alles, was in diesem Bad verbaut wird, dient dem Komfort und ist keine Zukunftsmusik mehr. Technik ist vorhanden, die Komponenten sind alle vorhanden. Es ist im Moment einfach noch gesteuert durch die Exklusivität. Also wenn sich da halt eben ein Start-up gründet und sagt, alles das, was es gibt, machen wir jetzt in Masse, dann wird der Preis fallen und dann wird es sofort verfügbar sein. Weil es ist nichts, es ist keine Fantasieprojekt hier, sondern es ist ein reales Projekt mit realen Dingen, mit Komponenten, die ich überall kaufen kann. Dusche, Toilette, Waschbecken, fertig ist das Badezimmer. Diese Zeiten sind vorbei. Heute denkt das Bad mit.